Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns das mitunter beste Deck aktuell, beziehungsweise beliebteste Deck in Duel Links an, Phantom Knights. Wenn ihr Phantom Knights genauso wie ich mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da, supportet mich und schreibt mir gerne auch noch einen Kommentar zu Decks, die ihr vielleicht noch sehen wollt. Ich habe eine Menge Decks auf meiner Liste an die Person, die mir sagt, dass ich das neue Structure Deck vorstellen soll. Das Deck ist auf der Liste. Ich warte nur noch auf das nächste Structure Deck Angebot, dass ich es hole und dann auch spiele. Und ich warte ebenfalls noch auf Sylvanish. Das schreibt mir auch eine gewisse Person immer unter die Kommentare. Keine Sorge, ihr müsst mir das jetzt, ihr zwei seid jetzt ausgenommen, ihr müsst mir keine Decks reinschreiben, zumindest diese beiden Decks, die sind auf der Liste. Werden auch nicht vergessen, die kommen irgendwann. Die Frage ist nur wann. So, anyways, heute geht's um Phantom Knights. Und Phantom Knights, wie gesagt, hat ja ein kleines Reboot erlebt. Das waren ja einige Karten auf der Liste drauf, die jetzt aber von der Liste runtergekommen sind. Und zusätzlich hat dieses Deck jetzt auch noch Support bekommen. Erstens in Form eines Skills und zweitens in Form eines neuen Big Boss Monsters. Und dieses neue Boss Monster ist Finsterer Requiem Exit Drache. Der Finstere Requiem Exit Drache ist ein Monster mit 3000 Attack, 2500 Defense und benötigt 3 Monster der Stufe 5, die wir in diesem Deck natürlich nicht vorzuweisen haben. Aber wir können diese Karte raus cheaten, und zwar mit Rangsteigerungszauberstart für die Phantomritter. Eine Schnellzauberkarte, die man sich aktuell holen kann in einem Bundle und die es uns ermöglicht, ein finsternes Exit-Monster ohne Exit-Material, das wir kontrollieren, zu nehmen und es in ein nächst höherstufiges Exit-Monster aus unserem Extra-Deck zu entwickeln. Ja, zusätzlich dazu können wir diese Karte von unserem Friedhof verbannen in der Main Phase und ein finsternes Exit-Monster wählen, das wir kontrollieren und ein Phantomritter-Monster von unserer Hand als Material dran legen, was ebenfalls nicht verkehrt ist. So, der finstere Requiem Exit-Drache kann einmal pro Spielzug ein Material von dieser Karte abhängen lassen und ein offenes Monster zu wählen, was unser Gegner kontrolliert. Die Attack dieses Monsters werden zu 0 und gleichzeitig bekommt der Requiem Exit-Drache Attack in Höhe der Grundattack des Monsters, was wir ausgewählt haben. Das heißt also, wir können damit beispielsweise, bestes Beispiel Blue Eyes, den Blue Eyes auf 0 setzen, die Attack, die der Blue Eyes hat, uns dazugeben, also 3000 auf 3000 nochmal obendrauf und wir haben dadurch einen easy One-Attack-Kill, was immer eine gute Win-Condition ist. Aber noch besser ist der zweite Effekt, denn während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, können wir ein Material von dieser Karte abhängen, um die Aktivierung einer, eines Monster-Effektes, beziehungsweise diesen Monster-Effektes, zu annullieren und die Karte zu zerstören. Anschließend können wir ein Exit-Monster als Spezialbeschwörung von unserem Friedhof spezialbeschwören. Ebenfalls ein sehr, sehr, sehr guter Side-Effekt. Denn dadurch können wir einen Effekt-Negate aus Feld bekommen, was Phantom Knights vorher nicht hatten. So, zusätzlich dazu gibt es jetzt auch nochmal den Phantomritter der beschmutzten Beinschienen. Ebenfalls eine Karte, die nicht wirklich gut ist, aber für die Phantomritter als weiterer Name zählt. Was so viel bedeutet wie, ja, wir kommen jetzt zu dem Skill, dass wir zum Beispiel jetzt den Phantomritter der beschmutzten Beinschienen für den Skill nutzen können. Denn der Skill Verrat Phantom, den ihr freischalten könnt über eine Anytime-Mission, ihr müsst, glaube ich, 3 Exit-Drache-Monster der Stufe 3 beschwören mit Yuto, damit ihr diesen Skill freischalten könnt, was eigentlich sehr, sehr einfach geht. Einfach den finsteren Rebellions-Exit-Drachen beschwören, dann funktioniert das ganz gut. Ja, dieser Skill funktioniert wie folgt. Wir können 2 Phantomritter Monster und oder Zauberfallenkarten von unserer Hand vorzeigen und legen dann eine von diesen Karten zurück in unser Deck, ja? Dann können wir eine weitere Phantomritter Monster Karte von unserem Deck auf den Friedhof legen. Während dieses Spielzugs können wir dann Phantomritter Monster als Stufe 4 behandeln, wenn wir einen finsteren Rebellions-Exit-Drachen als Exit-Beschwörung beschwören wollen. Das ist insofern ganz gut, weil wir dadurch zum Beispiel Karten auf unseren Friedhof bekommen, die ganzen Phantomritter-Karten aus unserem Deck auf den Friedhof bekommen, um dann ihren Grave-Effekt zu aktivieren und dann halt nochmal irgendwas aus unserem Deck zu suchen, was unfassbar stark ist. Gleichzeitig dazu können wir auf direktem Wege einen finsteren Rebellions-Exit-Drachen droppen, um den dann halt zum Beispiel direkt auf den Requiem-Drachen zu entwickeln, was gut möglich ist. Der zweite Effekt ist auch nice, wir können nämlich 2 Materialien von einem unserer finsteren Rebellions-Exit-Drachen nehmen und sie auf den Friedhof legen.
was wichtig ist, um dann halt unsere Rangsteigerungskarte überhaupt aktivieren zu können. Die Rangsteigerungskarte, Leute, ist eine Phantomritterkarte. Das heißt, sie ist über die Phantomritter der leisen Stiefel suchbar. Das ist etwas, was mir, als wir mal gegen dieses Deck gespielt haben, beim vorletzten Video, glaube ich, nicht ganz klar war. Ja, dieses Deck ist consistent, dieses Deck ist stark, dieses Deck ist sowohl im Turn 1 als auch im Turn 2 gut und ohne groß jetzt drumherum zu reden, ja, spielen wir jetzt ein paar Duelle mit diesem Deck und ich zeige euch mal, was dieses Deck so Wunderbares kann. Weil ich sage euch so viel, dieses Deck wird das neue Deck to beat sein. Ja, das ist das neue Deck, worauf ihr euch eigentlich einstellen solltet auf der Ladder. Ich denke immer noch, dass Magnites mit den ganzen Crusadia-Karten immer noch ebenfalls sehr, sehr gut sein werden, aber das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Player in der aktuellen Meta, in der wir uns gerade befinden. Ja, und das ist auch ein Deck, mit dem ihr dann auf jeden Fall rechnen solltet, wenn nicht sogar selber spielen solltet. Ja, ich glaube, das größte Problem an diesem Deck ist vielleicht, wenn überhaupt, die Consistency. Ja, also dass man mit der... wir spielen gegen Überfallraptor. Da weiß ich gar nicht, worauf ich mich da jetzt einstellen soll. Ich weiß nämlich nicht, wie das Deck funktioniert. Oder worauf ich da achten muss. So, der verschwindende Lanius ermöglicht einem eine weitere normale oder Spezialbeschwörung. Okay, an der Hand. So, Kraftkauz. Ist ein Search, ne? Tribut Lanius, okay. Sonst noch was? Rank up auf den aufsteigenden Falken. Okay, ist das der Bossmonster? Jetzt ein Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster wählen, das der Gegner kontrolliert. Diese Karte hält Attack und hört derzeit. Okay. Und Aufstieg der Raptoren. Boah, was ist das wieder für ein Effekttext? Auch wieder ein Rangsteigerungszauber, den man searchen kann. Alles klar. Der dann auch direkt aktiviert wird. 2000 Life Points werden bezahlt. Und jetzt kannst du ein Exit-Monster der Stufe 6 beschwören, ja? Ibulsa Solda. Ui. Alles klar. Ich musste gerade kurz realisieren, weil ich nicht wusste, was hier gerade passiert ist. Aber okay. So, wir haben eine Lanze und ich habe zum Glück ein Phantomrittermonster nachgezogen. Wir haben Buch des Mondes, um Solda zuzuflippen. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Erste, was ich machen werde, Solda zuflippen. Ne? Weil der soll bloß nicht dafür sorgen, dass ich jetzt irgendwas nicht machen kann. Dann aktivieren wir unseren Skill, Verrat Phantom. Und zwar den ersten Effekt. Wir zeigen die beiden Bürschchen vor. Und wir legen... Welche Karte legen wir jetzt zurück? Eigentlich ist es egal. Wir können uns nämlich irgendwas wieder raussearchen, ne? Wir legen dich zurück. Und schicken dich auf den Friedhof? Dann aktivieren wir deinen Effekt. Searchen uns die leisen Stiefel. Wir normal beschwören die Phantomritter der lumpigen Handschuhe und können jetzt die leisen Stiefel ebenfalls spezial beschwören. So. Und jetzt müsste ich in der Lage sein, ich wollte es gerade sagen, einen finsteren Rebellions-Exit-Drachen aus meinem Extra-Deck zu beschwören. So. So, der geht jetzt auf 3,5 hoch. Wir haben noch eine Lanze in der Theorie, um unseren Boy zu schützen. Genau, dafür haben wir jetzt Lanzen in unserem Deck. Bam. Easy Schutz für unseren Rebellionsdrachen. Dann aktivieren wir nochmal den zweiten Skill. Wir wählen dich aus und wir schicken die beiden Bürschchen in unseren Friedhof.
Dann verbannen wir den Phantomritter der leisen Stiefel. Holen uns unseren Rangsteigerungszauberstart für die Phantomritter auf unsere Hand. Kann den Effekt nur in der Main Phase aktivieren, ne? Gut. Wir aktivieren den Effekt. Und wir... Warum funktioniert das nicht? Nein, es funktioniert nicht wegen... Ach, wegen der Lanze. Ja. Das ist ungünstig. Das ignorieren wir jetzt mal. Ich blame die Uhrzeit dafür. Ich blame die Uhrzeit. Ah. Okay. Sagen Sie, das Aktivierungsgerät. Wir schicken dich einfach zurück auf die Hand. Da ist die Normal Summon raus. Das war kein Fehler. Aber sieht nicht danach aus. Ach, Mann. Da ärgere ich mich aber sowas von über mich selber. Oh Mann, ey. Attack. Okay. Also Leute. Regel Nummer 1, wenn ihr diese Deckliste spielt, achtet auf die Interaktion zwischen Lanze und Rangsteigerungszauber. Also ich hätte das jetzt wunderbar immer noch so spielen können, wie ich es gerade gespielt habe. Was ich dann aber hätte beachten müssen, ist, dass ich, dadurch, dass das eine Quickplay-Zauberkarte ist, ja, Rangsteigerungszauber-Start für die Phantomritter, dass ich die einfach verdeckt lege. Denn ich kann den auch in der Main-Phase des Gegners aktivieren, ja. Das wäre auch möglich gewesen. Aber gut, gucken wir uns lieber mal das Deck des Gegners an. Das sah nämlich auch ziemlich nice aus, ne? Evulsa Solda, indem man dann halt reingeht mit seinem Raid Raptor. Eigentlich ziemlich nice. Sollten wir uns merken. Was wir uns aber auch merken sollten ist, ja. Ich blitz euch. Wisst ihr was, Leute? Es wird wieder Zeit für das Blitzdings. So, guck mal ganz genau in die Kamera. Ja, guck genau in die Kamera. Jetzt gleich werdet ihr einen kleinen Flash sehen. Und dann werdet ihr vergessen, was ihr eben bezüglich des Rangsteigerungszaubers gesehen habt. So. 1, 2, 3, Leute. So, geblitzdings. Ihr wisst jetzt nichts mehr, wisst jetzt nicht mehr, was Sache ist. War irgendwas? Ich habe das letzte Duell gewonnen. Ne? Ich habe nämlich meinen regulären Rebellionsdrachen benutzt und habe mit dem regulären dem regulären Drachen habe ich munterfröhlich meinen Gegner vermöbelt. Mehr war da nicht. Mehr war da wirklich nicht. So. Aber ich hatte auch eine perfekte Antwort auf die Karten meines Gegners. Also, ja. Ich will mich da jetzt nicht selber schlecht reden oder so, aber ich hatte schon die perfekte Antwort. Ne? Anyways, vornehmer Egotist. Alles klar, Chef. Mhm. Harpies. Harpis. Harpien. Slash HP. Einmal Backrow. Einmal Backrow ist fine. So! Umritter der beschmutzten Beinschienen. Dann bucken wir doch erstmal die Slash HP. Das ist beim Gegner aktivierbar gewesen. Wird auch ein Buch des Mondes sein. Aktivieren wir mal unseren Skill. So, wir wählen dich aus. Und wir wählen dich aus. Okay. Wir schicken die beschmutzten Beinschienen ins Deck zurück. Schicken dich stattdessen noch den Friedhof. Dann droppen wir die Phantomritter des uralten Schleiers. Oh, es ist etwas, was beim Gegner nicht aktivierbar ist. Dann ist das eine MST.
Yep, das, meine lieben Freunde, wird ein mystischer Raumtyphon sein. Yep, das wird ein mystischer Raumtyphon sein. Hey. Skill! Activate! Wähle dich aus. Ich schicke euch zwei ins, auf meinen Friedhof zurück. Dann verbanne ich Mr. Silent Booty. Wähle den Rangsteigerungszauber Start aus, den ich jetzt auch direkt aktivieren werde. Whee. Ja, das ist eine MST. Finsterer Requiem Exe-Drache, Kampf fort! Exe, Rank Up, Schruckern! Here we go. Schade, dass der keine Animation hat. So eine Animation für den wäre jetzt auch nochmal big gewesen. Anyways, wir verbannen dich. Und wir wählen einfach mal dich aus. Ist die Frage, legen wir den Fluch verdeckt? Ja, nein. Ich kann ja mit Flügel der Phantombritter. Nee, kann ich nicht. Ich überlege nur gerade, ob das Sinn macht, die Karte verdeckt zu legen. Aber eigentlich macht es schon Sinn. Eigentlich macht es schon Sinn. Da können wir nämlich hier wunderbar angreifen. Bam! Unser Zug beenden. Jetzt wird der Gegner in der Endphase hier MST benutzen. Yep. Und deswegen, Leute, ist es immer nice zu wissen oder auf diese ganzen Delays zu achten. Na, wenn man da so ein Gefühl für hat, dann weiß man nämlich auch genau, was das für eine Karte beim Gegner sein wird. So. Und der Gegner hat keine Möglichkeit, jetzt hier zurückzukommen. Die einzige Möglichkeit, die er gehabt hätte, wäre eine 3-Karten-Kombo. Aber 3-Karten-Kombo mit 3 Karten in der Hand zu erreichen, ist natürlich jetzt auch nicht allzu leicht, ne? Also, ja. Irgendwie läuft es gerade mit dem Deck, ne? Also, es spielt sich vor allem. Also, der große Vorteil von dem Deck ist, wie ich finde, er spielt sich sehr leicht, ja? Also, Decks, die leicht zu spielen sind, sind halt auch immer effektiv gut. Oh, Blitz Chidori ist auch eine Selection Box Only Karte, ne? Wäre natürlich auch in so einem Deck wunderbar aufgehoben. Wähle eine gesetzte Karte, die der Gegner kontrolliert, lege das gewählte Ziel unter das Deck zurück. Aber auf dem Spielzug, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und dann eine offene Karte wählen, die der Gegner kontrolliert, lege das gewählte Ziel auf das Deck. Das sind ziemlich gute Removal-Effekte. Blitz Chidori, Leute. Damit kann man eine Menge Karten outen. Rausgesetzt, man macht's vernünftig. Ja, aber wie findet ihr denn das Deck, Leute? Wie findet ihr dieses aktuelle Phantom Knight Deck? Ich find's nice. Wenn ich ganz ehrlich bin, es spielt sich gut. Ich find's nur schade, dass es dann halt wieder so ein typisches Deck ist, was wegen dem Skill halt gut ist. Ja? Nimm diesem Deck den Skill und es ist dann auf einmal, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist nichts mehr, aber es ist deutlich schwächer. Und ja, irgendwie finde ich das persönlich doch irgendwie sehr schade. Aber ja. Ach, der kann den auch ganz nebenbei raussuchen, ja. Das Ding. So, lumpige Handschuhe into leise Stiefel into Rebellion Dragon. 1, 2. Und wegen dem Skill. Es ist ja normalerweise so, dass ich jetzt die Exit-Materialien-Karten von ihm nicht runterbekommen würde, weil ich kein Ziel dafür habe. Und wegen dem Skill funktioniert das halt einfach. Ja. Komplett Bananes auf der einen Seite, aber was willst du machen? So. Silent Booty. Setz mir jetzt einfach dich raus. Ja. Dann ranken wir ab. We are ranking up. Haben wir jetzt ein Monster negate. Ja, und 2 Backdoor-Karten. Ja, viel Spaß. Ja, Buch des Mondes ist jetzt hier natürlich wieder ein Out. Aber viele Decks haben Buch des Mondes jetzt gedroppt, sag ich mal. Mhm. Ja, aber guck mal.
können jetzt einfach dich auswählen. Sind da eigentlich dann wieder relativ safe. Genau. So, perfekt, hier gehen wir jetzt einfach. Den will ich abschmeißen. Und ich krieg die Rebellionsrache auch noch aufs Feld. Ja, das ist. Ja, es ist. Fies, ich weiß, das ist sehr fies. Ah, die normale Beschwörung ist raus. Kommt jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Dieses Deck, ey, diese Karte. Ich sehe schon, das wird die neue Hasskarte für viele Leute sein. Es wird das neue Galaxy Ice. Das wird das neue Galaxy. Also es fühlt sich an wie Galaxy Ice, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Fühlt sich an so ein bisschen wie Galaxy Ice. Nur halt irgendwie konstanter. Na, also Turn 1 Photonen Lehnsherr war ja immer... Wenn ich dagegen gespielt habe, haben die Gegner es immer gehabt. Aber wenn ich das Deck selber gespielt habe, habe ich gemerkt, dass es halt nicht immer so leicht ist, Turn 1 einen Photonen-Lehns herauszubekommen. Ja? Wenn man vom Teufel spricht, ganz nebenbei. Aber mit dem Deck, es fühlt sich deutlich leichter an. Ja? Weil man halt so viele Namen hat. Man hat 12 Namen und dann habe ich auch noch die Trap, ne, die auch nochmal als Name zählt. Eigentlich ganz schön wild, ne? So, egal. Wir schicken die uralten Schleier ins Deck zurück. Nur um sie dann wieder abzuschmeißen. Banish this. Search that. Normal summon this und... Ich weiß nicht. Ich finde es auf der einen Seite gut. Denn... Ich bin selber ja jemand, der... Ich spiele Duel Links. Ich würde sagen, ich spiele Duel Links relativ casual. So an der Grenze casual zu tryhard. Irgendwas dazwischen, würde ich sagen. So würde ich mich persönlich zumindest einschätzen. Aber ich bin immer zwiegespalten, wenn Decks sich so leicht spielen lassen. Fühlt sich merkwürdig an. Einerseits fühlt es sich so an, als ob es nicht so sein sollte. Andererseits denke ich mir, mein Gott, das ist Duel Links. Duel Links spielt sich so. So, Rangsteigerungsstart können wir jetzt auf dich packen. Um halt dich zu beschwören. So, macht es eigentlich jetzt Sinn, dich zu banishen für die Falle? Die Falle jetzt im Friedhof haben? Ich würde sagen, ja. Dann haben wir jetzt ein Monster Negate und zwei Backrow-Karten. Die zählt nicht als Dingenskarte, ne? Ja, das nicht. Na, vielleicht war das nicht so schlau, weil ich habe jetzt nicht so viele Comeback-Optionen, wenn mein Gegner irgendwie den Requiem-Drachen los wird. Ne, da habe ich jetzt nicht so viele Optionen. Das ist des Mondes, das ist in Ordnung. Was kann mein Gegner jetzt machen? Was kann mein Gegner jetzt machen? Das ist die Frage. Überlegt er sich auch gerade, der Doffy. Wie spielt Doffy jetzt um mein Board rum? Huh. Ah, wie fühlt sich das an, Mr. Galaxy Eyes? Huh? How does it feel, Mr. Galaxy Eyes? Nö. So, das würde ich jetzt actually negieren. Dann ist die Normalbeschwörung raus, okay. Kann er natürlich den Skill aktivieren. Ja, das geht jetzt natürlich.
Das geht ist ja noch nicht genervt, ne? Mischwiedergeburt. Okay. Einmal pro Spielzug. Okay. Effekte werden aber negiert, ne? Das heißt also, eigentlich macht er jetzt nicht so viel. Das ist mir auch mal passiert. Mit dem Deck. Das ist mir auch mal passiert. Keine Sorge, Mister. Ich kenne das. Das hatte ich auch mal. Das kann passieren. Kann passieren. Heads up. Wenn man versucht, da irgendwie so rumzuspielen und alles Mögliche macht, dann kann man auch mal solche Sachen dann machen. In Mut der Verzweiflung. Aber ja, Leute, ich glaube, wir haben wunderbar gesehen, warum dieses Deck halt einfach so mächtig ist. 4 Spiele, 4 Siege in Rekordzeit. Ich habe zum ersten Mal mit dieser Version gespielt. Das Deck ist consistent. Das Deck ist super, super konstant. Und man hat Backrow, man hat vermuten Lanze, um Going Second, um Sachen rumzuspielen. Wenn ihr das Drachengefängnis des Eises habt, ne, dann spielt ihr hier auch nochmal Drachengefängnis des Eises, weil das besser ist, wie ich finde. Ja, die Karte ist sehr stark. Ne? Die Karte ist sehr stark, das Deck ist halt sehr, sehr gut gemacht für die Ladder, fürs Ranked. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Lasst eine positive Bewertung da. Sagt mir, wie ihr dieses Deck findet. Das ist auf jeden Fall ein neuer Meta-Player. Und ich finde persönlich, das Deck ist auf jeden Fall Top-Tier-Challenger. Das Deck kann auf jeden Fall Top-Tier-Decks aktuell mithalten. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es hat alles, was ein Top-Tier-Deck braucht. Going first, going second, consistency, nicer skill, was will man mehr? Anyways, Leute, vielen Dank, man sieht sich, bis zum nächsten Mal, schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, man sieht sich, euer Regi, bis dann.